Herzlich willkommen bei Studyable TV. In diesem Video geht es um die Eigenschaften von Relationen. Die Aufgabe wäre jetzt hier, zeigen Sie, dass für die kleine Relation in R kreuz R die Eigenschaften RSV nicht gelten. Dieses Nicht-Gelten ist eine sehr, sehr geile Information, weil ich kann Aussagen wieder ganz einfach widerlegen, allgemeingültige Aussagen widerlegen, indem ich ein Gegenbeispiel finde. Also Gegenbeispiel. Dann muss ich den ganzen Rotz gar nicht allgemeingültig beweisen, sondern kann einfach mit Zahlen das widerlegen. Ja, was heißt überhaupt R? R ist jetzt hier die Reflexivität. Reflexiv ist die Eigenschaft. Die lautet, ich schreibe mal die Definition hin, für alle x meiner beliebigen Menge a gilt, x steht in Relation zu x. Jetzt haben wir hier, das Ganze ist eine beliebige Relation. Das Ganze ist eine beliebige Menge. Jetzt werde ich also im zweiten Schritt etwas konkreter, indem ich meine beliebige Menge durch die Menge ersetze, in der ich mich befinde, also in die reellen Zahlen. Für die gilt, dass x kleiner sein soll als x. So, jetzt solltet ihr immer gucken, ob so eine Aussage irgendwie Sinn macht oder nicht. Jetzt wissen wir ja schon, dass es keinen Sinn macht, also müssen wir jetzt hier ein Gegenbeispiel finden, wo es nicht gilt. Das ist relativ einfach, indem wir sagen, okay, Idee ist, der ganze Bums, der stimmt nicht. Ich suche mir ein Gegenbeispiel raus, also Gegenbeispiel. Und wir sagen jetzt, unser x sei x gleich 1. Ihr könnt irgendwas nehmen, irgendeine Zahl. Scheißegal. Ne? Jetzt setzen wir das ein. 1 kleiner 1. So, und das weiß selbst meine kleine einjährige Schwester, wenn ich eine hätte. Die würde wissen, 1 ist niemals kleiner 1. Das ist falsch. Und jetzt haben wir, weil das muss ja hier steht, es muss für alle gelten. Für alle x. Wir haben jetzt ein x gefunden, für das es nicht gilt, also ist die ganze Aussage widerlegt. Das heißt, die kleine Relation ist nicht reflexiv. Gut, hatten wir das schon mal erledigt. Machen wir weiter mit der Symmetrie. Also S steht für symmetrisch. Wir schreiben zunächst erneut die Relation einfach mal ab, also die Definition. Für alle xy aus einer beliebigen Menge a gilt, x steht in Relation zu y. Jetzt kommt hier so ein komischer Doppelpfeil. Y steht in Relation zu x. Also auch hier wieder R steht für eine beliebige Menge. Jetzt haben wir hier das A, beliebige Relation, beliebige Menge. Wir werden konkreter und setzen unsere Relation ein. Also xy, Element, so die Menge ist jetzt hier, reelle Zahlen, x kleiner y und y kleiner x. Kleiner Einschub hier, das Ding, na, wo ist denn mein Blau? Dieser Doppelpfeil, wir erinnern uns einmal, das hier ist meine Implikation. Er denkt an die Aussagenlogik zurück. Und ein Doppelpfeil ist eine allgemeingültige Aussage. Allgemeingültige Aussage. Allgemeingültige Aussage bedeutet, da muss immer der Wahrheitswert 1 rauskommen. Ganz kleiner Einschub wieder hier am Rande. Ich habe jetzt hier zwei Aussagen, A, B und die Implikation, ne, unsere Wahrheitstafel. Jetzt habe ich hier die Fälle 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Wir erinnern uns, wann war die Implikation falsch? Nur bei dem Fall 1, 0. Sonst war sie richtig. Also nur dieser Fall ist hier irgendwie von Bedeutung. Weil hier steht, das soll immer daraus folgen. Also es muss quasi immer eine 1 rauskommen. Das heißt, nur dieser Fall, den müssen wir jetzt prüfen. Also quasi, dass wir eine linke Aussage haben. Also das ist jetzt hier mal meine linke Aussage. Das ist hier eine rechte Aussage. Wir haben zwei Aussagen verbunden mit einer Implikation. Jetzt muss ich voraussetzen, dass das hier wahr ist. Und wenn ich jetzt zeigen kann, dass das hier was falsch ist, dann habe ich insgesamt diesen Fall
1 impliziert 0 und das ist falsch. Und habe ich gezeigt, dass es keine allgemeingültige Aussage ist. Da wir wissen, dass das nicht symmetrisch ist, müssen wir jetzt ein Gegenbeispiel finden. Ein Gegenbeispiel. Jetzt müssen wir quasi Zahlen für x und y uns überlegen, wo die linke Seite gilt. Machen wir mal ganz einfach 1 und 2. Dann steht hier 1 kleiner 2 impliziert einsetzen 2 kleiner 1. Ich erhalte hier eine wahre Aussage. Links ist wahr, beziehungsweise 1, ne, als Wahrheitswert. Das ist hier falsch. Falsch, also Wahrheitswert 0. Also 1 impliziert 0 im Endeffekt. Und damit haben wir gezeigt, dass für diese Zahlen x, y, x gleich 1, y gleich 2, das Ganze hier nicht gilt. Und wir haben ja gesagt, wir können so allgemeine Aussagen mit einem einzigen Gegenbeispiel widerlegen. Also ist auch hier die kleine Relation ist nicht symmetrisch. Ich bin zu faul, das jetzt auszuschreiben. Okay, gucken wir uns jetzt nochmal die Vollständigkeit an. Vollständigkeit. Allgemeine Definition ist für alle xy, Element meiner Menge a, für die gilt x Relation y oder y Relation x. Ich werde konkreter. Für alle xy aus meinen reellen Zahlen gilt x kleiner y oder y kleiner x. Und erneut, ich wiederhole mich langsam, wir wissen aus der Aufgabenstellung, dass das nicht gelten soll. Also weiß ich, dass ich ein Gegenbeispiel finden kann. Überlegen wir nochmal, wir vergleichen quasi hier zwei Zahlen miteinander. Die Aussage sagt, entweder ist es kleiner oder es ist gleich. Ja gut, wenn wir zwei Zahlen miteinander vergleichen, welcher Fall kann noch eintreten? Es ist kleiner oder größer oder gleich. Ja, also dieser Fall fehlt. Wenn wir uns also unsere Zahlen so überlegen, sei jetzt mal x gleich 1 und y gleich 1, und das jetzt hier unsere Relation einsetzen und die Eigenschaft, also 1 kleiner 1 oder 1 kleiner 1, das ist hier beides falsch. Also haben wir mit einem Zahlenbeispiel gezeigt, dass es nicht gilt. Es soll aber für alle Zahlen gelten. Also ist das Ganze Konstrukt hier widerlegt worden und wir können sagen, dass unsere kleine Relation nicht vollständig ist. Nicht vollständig. Das gilt natürlich auch für die größere Relation. In den nächsten Videos werden wir dann nochmal andere Eigenschaften von Relationen nachweisen, auch wie es allgemeingültig geht. Erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in den nächsten Videos.